Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 1 mit dem guten Zero, der mal wieder den Grashüpfer spielt. Hat er ja schon lange nicht mehr. Mario! So, und da wir ja hier gerade schon mal angekommen sind, gerade bei Tennis waren, die letzte Quest abgegeben haben und jetzt noch die letzten Quests holen, habe ich mir gedacht, ich gehe hier nochmal gerade an die Automaten, wenn sie hier schon stehen, und verkaufe nochmal die restlichen Sachen, die ich hier so gefunden habe. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe die ganze Zeit eine Shotgun gefunden. Ich habe auch eine Machine Gun gefunden mit 85 Schaden und einmal Elektro. Ja, kannst du auch dir sonst so wohin stecken, das Ding. Ich hab's dir nur angeboten. Nein, alles gut. Nein, ich find das echt super, dass du mir das angeboten hast. Aber nein, brauche ich nicht, danke. Dann halt nicht. Hab ich's verkauft. So, wir sind also jetzt stinkreich, ja? Ja, total, total. Weil ich das also verstanden habe. Ich bin jetzt tatsächlich bei 2 Millionen. Hast du schon Sachen verkauft? Ja. Achso, ein bisschen schnell. Du bist bei 2 Millionen? Ich bin bei 2 Millionen, ja. Ich bin bei 1,6. 2.055.660, um genau zu sein. Und da sagen mir alle nach, dass ich gierig bin. Nee, ich spare nur. Du kaufst ja immer Items. Quatsch nicht. So, ich will mir jetzt irgendeine teure Waffe kaufen. Ich hab Geld, ich muss irgendwas damit anfangen. Ja, das denke ich mir auch immer, aber es gibt ja nichts Vernünftiges in den Läden, leider. Ja, am Anfang hätte ich das Geld gut gebrauchen können für die Pistole, die hätte ich wahrscheinlich jetzt immer noch benutzt. Ja, gut. Ich habe mir ja ganz am Anfang einen Raketenwerfer gekauft gehabt, den habe ich ja jetzt auch immer noch. So, Ködertausch, Forschung. Ja. Haussuche und Schnitzeljagd, Maschinengewehr. Oh, okay. Das ist unsere Quest. So, B, du hast keine gute Waffe. Eine Sniper, 345 Schaden ohne irgendwas. Super, ne? 30.000. 30.000, Tau. 30.000, das ist ein Schnäppchen. Hammer. Der hat im Laden nicht mal was Gelbes, nicht mal was Blaues, nicht mal was Grünes. Der hat nur weiße Sachen im Laden. Wollen wir eine Schnellreise machen für die Quest oder wollen wir hinfahren? Weiß nicht, wo ist denn das? Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht von dem Händler. Jetzt haben wir Geld ohne Ende, können nichts kaufen, weil er nur Scheiße hat. Liegen verstreut in der Gegend, wenn du alle findest, kannst du die Waffe für dich zusammenbringen. Das Gehäuse im Magazin steht nur in der Nähe. Assault Flats. Okay, dann Schnellreise hin. Achso, okay, mach mal. So, Song Flats, da haben wir es doch. Ich fühle mich ein bisschen verarscht vom Händler. Das ist echt unglaublich. Tja, manchmal ist das leider so. Das ist, als ob du im Lotto gewinnst und plötzlich gibt es keine guten Spiele. besonders, wenn man im Lotto gewinnt, möchte Zero sich nur Spiele kaufen. Ja. Willst du was anderes kaufen? Haben wir keine Fahrzeuge? Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ein Fahrzeug holen am besten. Nach da hinten in der Mitte. Jo. Danke sehr. Kein Problem. Was? Hä? Hä? Was zum Teufel? Was war das denn? Ein kleiner Stein. Ich merke schon. So, hier waren auch noch die Infanterieeinheiten von der Russin, ne? Ich fand das auch so cool in der Sequenz, wie die Russin einfach weitergeredet hat, währenddessen sie gestorben ist. Ja, definitiv, das war sehr interessant, sagen wir es mal so. So, ich gehe mal wieder hier rechts rum, habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Du räumst ja dann mal eben schnell auf. So, wo sollen denn die Sachen sein? Hier soll was sein. Hast du schon gefunden? Nee, hier, genau wo ich hier stehe, soll es sein. Ja, wir kennen ja das Problem, ne? Ah, ich sehe was Grünes. Oh, ich auch. Ich hab den Lauf. Ihr habt den Griff. Das ist schon mal gut. Da ist noch was Grünes, ich seh's. Dann kommen wir hoch. Ah, ich weiß wie.
Jo, das war das Gehäuse. Okay, dann schauen wir mal, dass wir das letzte grüne Viech finden. Am besten so hoch wie möglich gehen, ne? Ja, wäre auf jeden Fall vorteilhaft. Ach, da oben, ja. Ich sehe nichts Grünes mehr. Nee, ich leider auch nicht. Okay. Teilen wir uns auf. Müssten wir mal von der anderen Seite gucken, vielleicht. Das ist ja wie Ostern immer, ne? Also, so ein bisschen Ostereier suchen. Ja. Oh, hier liegt ein Claptrap. Hui. Cool. Wie haben wir den nicht gefunden beim letzten Mal? Vielleicht haben wir ihn ja einfach übersehen. Ja, kann sein. Weil man hört ihn heulen, 100 Meter entfernt, weißt du? Aber wir haben ihn nicht gefunden. Aber vielleicht ist er jetzt erst da. Das ist auch möglich. Oder er ist wieder da und wir haben ihn gemacht gehabt, weil wir ja jetzt eine neue Aufnahmesession haben. Nee, ich hätte mich an ihn erinnert. Okay. Trotzdem bleibt es nicht aus, dass wir immer noch nicht dieses grüne Ding gefunden haben, beziehungsweise das letzte Teil der Waffe gefunden haben. Ja, normalerweise leuchten die grün überall. Also über die halbe Map kann man das sehen. Normal schon. Also ich bin hier jetzt schon ganz weit hinten. Ich glaube nicht, dass das hier irgendwo sein kann. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es hier vorne irgendwo. Jedenfalls vermut. Ach nee, warte mal. Hier, guck mal. Hier ist das Reparaturkit auf jeden Fall. Ja, sauber. Wo ist denn der Claptrap? Dann gehe ich schon mal zu dem hin. Ja, da irgendwo in der Richtung. Hörst du heulen. Okay. Nee, hier ist er nicht, da ist ein Gegner. Die Quest ist aktiv übrigens. Achso. Los, Claptrap, gib mir eine Kiste, wo nichts Tolles drin sein wird. Höchstwahrscheinlich nicht. Weißt du, wie alles komplett einfach zu finden war und alles an einer und derselben Stelle war, ne? Und das letzte finden wir nicht. Also es muss ja alles an diesem Ort da hinten sein, weil da war auch alles zusammen. Ja. Kann mir nicht vorstellen, dass der letzte einfach mal irgendwo 1000 Kilometer entfernt ist. Na, was gab's Schreckes von ihm? Na, es gibt hier eine Class-Mod. Auch für eine Sirene, aber meine ist nicht so gut hier. Kannst du ja mal angucken. Nö, so gut wird die nicht sein. Na, ist für Level 31 halt, ne? Drei stille Entschlossenheit, drei Strahlung und 40% Elektroschockschaden. Nee, Elektroschockschaden nicht. Okay, dann nehme ich sie mal mit. Ich gehe eher. Oh, ich habe das Teil gefunden. Oh, wo war's? Ich sehe es. Oh, ich muss da noch hinkommen. Wo ist es? Ja, ah, ich sehe es. Ich muss auf den Kaktus hier irgendwie. Ja! Ich bin der Looter King. Scheiße, ich stecke hier fest wieder. Nein! Oh, nee, ey. Ich bin frei. Geht doch. Alles gut. So, die Mission haben wir jetzt. Genau. Was wäre denn noch? Jetzt haben wir nur noch Trash Coast. Mhm. Zwei Stück. Ich weiß nicht, wollen wir da erst hin oder erst abgeben? Ja, wir müssen sowieso zum Middle of Nowhere. Okay. Wenn wir alles zurückbringen. Das heißt, wir machen die Quest weiter. Okay, alles klar. Dann machen wir, denke ich, mal eine Schnellreise. Ja, wir müssen mal kurz zurückrennen. Und wenn ich rennen meine, dann renne ich. Okay. Wo ist der Ausgang? Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Hier bei mir. Da bin ich komplett falsch gelaufen. Da ist er zu schick zum Fahren, du. Ein wenig. So, wie kommen wir aber jetzt? Was drauf will ich? Ich verfolge die Quest.
Keine Ahnung, okay. Wie wir zur Schnellreise kommen. Ach, das war unser Stein. Da weiß ich, wo die Schnellreise ist. Hier vorne. So. Wo wollten wir hin? Nach Trash Coast, ja? Genau. Trash Coast. Haben wir dafür irgendwas? Ja, da. Das ging schnell kaputt. Ich wollte gerade sagen, das ging schnell. Meine Waffe ist echt OP. Ja, du machst echt echt extremen Schaden. Also. Na, wenn die kein Schild haben. Wenn die ein Schild haben, ist das natürlich ein bisschen blöd. So, dann wollen wir doch mal. Müssen wir hier nach rechts anscheinend, ne? Ich vermute ja. Queen Adomant? Oder Adomen? Adomen ausgetauscht? Was ist denn das? Weiß ich nicht. Oh, denke die mal, haben neues Inventar. Neue weiße Sachen. Denke mal, das werden so eine Krabbelviecher sein. Hört sich an wie so eine Krankheit, oder nicht? Stimmt. So ein Abdomen ist doch so ein. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich komme auf die Karte. Können wir da entlang oder müssen wir rechts rum? Wir gehen irgendwo lang. Ich glaube, wir müssen einfach rumlaufen. Was auch immer hier einmal rum ist. Kommen wir hier nicht ganz dreist rüber? So einfach mal. Ja, ich komm zu dir gelaufen, kein Problem. Ich bin kein Cheater. Okay. Na, was heißt Cheater? Ja, du hast gecheatet, geschummelt. Nein, ich konnte halt darüber gehen. Genau, du hast es ausgenutzt. Du hast etwas ausgenutzt, was für das Spiel nicht vorhergesehen war. Wer sagt, dass das nicht vorhergesehen war? Vielleicht haben die Spieleentwickler sich einfach nur gedacht, hier, ne, der Tau, der ist schlau, der geht da oben rüber und braucht nicht den ganzen Weg zu laufen. Ja. Weil der spielt ja keine Sirene, deswegen kann er ja auch nicht so schnell. Ach so! Da war ein Spawner, ich bin am Spawner hängen geblieben. Kam da einfach einer aus dem Boden raus für 10 Minuten. Ach cool, Berserker-Mod. Ich bin ein Berserker, natürlich benutze ich das gerne. Oh, da geht's richtig zur Sache, ne? Ein wenig. War halt ein knallharter. Oh, wow, wow, wow. Königin Tarantella, oder wie er heißt. Tarantella. Scheiße, ich häng fest. Stirb, Königin! So. Na, geht doch. So, ich hab sie alle platt gemacht, du. Genau, und ich hab wieder nichts gemacht, ne? Ich hab gegen die Königin gekämpft. Was hast du denn gemacht? Die ganze Zeit die ganzen anderen? Die Königin war aber knallhart. Ich hab jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 knallharte gemacht. Mein Lieber. Ja. Jetzt mal nicht so, als ob ich gar nichts mache. Ich wo ich helfen können, ich war voll in der Ecke. Konnte nichts machen. Hab ich schon tot gesehen. Oh, na endlich. Was war denn das für eine Königin? Ich schwören könnte, das wäre irgendwie eine Quest gewesen oder so. Weiß ich nicht. Das war aber keine Quest. Oh doch. Das Abdomen habe ich gerade gefunden. Ich weiß noch nicht, wie wir das tauschen sollen. Dafür müssen wir jetzt da hinten irgendwo hin. Super. Oh, Sirene. Blaue Class-Mod.
Naja. Diva. Auch gerade einen Class-Mod gefunden gehabt. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau. Das war es, glaube ich, nicht. Das ist für Sirene, das ist Müll. Und das ist genauso Müll. Naja. Ja, super. Ich bin hier extra lang gelaufen, um den ganzen Weg zu verlängern. Cool. Man kommt doch bestimmt hier oben rüber, oder? Ja, versuch du es mal. Ich laufe den richtigen Weg, dann bin ich schneller da. Okay, hast recht. Diesmal hast du recht. So, okay. Gut, dass es nicht sowas wie eine Ausdauer-Aura, Ausdauer-Anzeige gibt. Weil dann wäre ich manchmal echt aufgeschmissen gewesen, glaube ich. Es laufen hier so viele Knallharte durch die Gegend. Ja, wahrscheinlich, weil es sich jetzt an uns so ein bisschen angepasst, ne? Oh, das kann gut sein. Ha, kritisch. Ich muss sagen, die Pistole ist gar nicht mal so schlecht mit den 300 Schaden. Also wenn ich kritisch treffe, macht das ordentlich Wumms. Aber dafür muss ich ja schon kritisch treffen, sonst bringt die gar nichts. Na, das stimmt. Und du findest ja die ganzen blauen Sachen, ja? Sogar noch eine lila, ne? Uah. Aber leider alles Müll. Also nicht wirklich irgendwas, was man jetzt, Ja, ich meine, wir sind hier in einem Gebiet, das definitiv unter unserem Level ist. Ja, das stimmt. Oh, kann man da was kaufen? Ich sehe ein toller Zeichen. Einmal Pommes mit Currywurst, bitte. Oh, ist krass. bitte was? In der Bude ist Gras. Ganz normales Gras. Alter, what the... Was ist das denn? Soll das ein Halsband darstellen? Man kann hier aber auch nicht draufdrücken. Habe ich ihn getötet? Schade. Nein. Ich glaube, das wird noch eine Quest sein. Ich glaube, die müssen wir eines Tages töten. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Ja, ich auch. Das ist eine Quest, die ich überhaupt gar nicht kenne. So, da sind wir gleich endlich da. Weiter geht's. Ja, es ist ein ganz schöner Weg. Meine Güte. Die lassen uns ganz schön laufen. Guck mal, ob hier oben eine Lootkiste ist. Ist mir schon ganz cool. Mach mal. Ja, nö. Eigentlich nix. Ich sehe ein paar Gegner, das tue ich. Da kommen Gegner raus aus dem Boden. Ich kann übrigens, wenn ich im Sirenenmodus bin, springen. Das ist ein bisschen ungünstig. Ach, da! Ich hätte jetzt abgeschossen und ich sehe es nicht. Macht den echt kaum Schaden, weil es halt so ein Brennender ist und meine Waffe Brandschaden macht. So. So. Eine Rifle mit 52 Schaden mal 1 Feuer. Yay! Tolle Lootkiste, wa?
Ach, da noch einer. Na, in. So, was sollen wir hier austauschen? Ach, das Ding hier wahrscheinlich, ne? Oh, okay. Ach, das ist der König. Oh. Ist ja niedlich. Das Geld nehme ich mal. Ja, wow. Okay, was haben wir noch? Haussuche. Lieder getötet, okay. Willst du denn da hinten? Klappe. Ich finde das für komisch. Hier ist eine Gegend, die wir noch nie besucht haben, weißt du? Ja. Und es gibt hier einfach kaum Quests drin. Wir müssen auf jeden Fall ganz an anfangen. Ich glaube, ich werde abgeschossen. Und tatsächlich hat meine Assault Rifle mal sehr wenig Munition. Hammer. Was? Naja, ich habe nur noch 80 Schuss im Magazin. Also beziehungsweise 93 in der Waffe und dann 87 zum Nachladen. Boah. Das hat wehgetan. Da hab ich mal auch mal meine Rifle rausgeholt. Ja, wie er durchdreht. So. Ja, da wusste nicht wirklich, wo er hin muss. Ja. Dann nochmal zurück. Ach ja. Oh, jetzt kommen natürlich wieder irgendwelche Viecher, weil du wieder unsichtbar durchgelaufen bist. Ja, wenn ich unsichtbar durchgelaufen bin, wie haben sie mich gesehen? Ich gehe so lang shoppen, du machst das schon, ne? Ja, ja. Jetzt habe ich zwei Säure-Artefakte bei mir für einen Berserker und ein Explosiv-Artefakt für mich, das ich irgendwann mal einsetzen kann. Nicht schlecht. Inventar-Upgrade, stimmt ja. Oh, genau. Da sagst du ja was. Was war das? Achso. Naja, 36. Irgendwie geht das nicht viel höher, oder? Hatten wir es vorher anders? Hatten wir weniger? Weiß ich gar nicht. Weiß nicht, ob es dann irgendwo ein Maximum gibt, dass man gar nicht mehr... Ah, ich glaube nicht. Weiß es nicht. Oder es gibt irgendwie nur einen oder so. Weil irgendwie kommt mir das Inventar immer noch sehr klein vor. Wobei wir natürlich viele Claptraps gerettet haben, oder? Ja. Musst du einfach mal in deine Aufnahme gucken, ob wir 34 vorhatten. Ja, stimmt. Das ist ein Plan, oder? Das wäre definitiv ein Plan, an den ich mich definitiv nach der Aufnahme nicht mehr erinnere. Wieso? Gehst du jetzt vorbei? Tatsächlich. Ja gut, ich würde sagen, wir pollen uns hier nochmal durch die Pest hier durch. Was ist das denn für ein... Ah, das ist der Bieder? Der Bieder ist die Quest, ja. Zack, haben wir sogar noch die Quest erledigt. Ich dachte, wir sind noch gar nicht da. Ich wollte das für die nächste Folge aufsparen und dann ist er einfach hier. Und dann kackt er einfach ab. Naja. Hm. Dann gehen wir morgen die Quests ab, würde ich sagen, ne? Ja, würde ich sagen. Gehen wir die ganzen Quests ab und dann schauen wir mal, ob wir noch welche kriegen oder ob es das jetzt schon war und... Ja, wir können zu diesem Verrückten gehen. Ja, das stimmt. Crazy Earl. Crazy Earl hieß er, ne? Ja, ja, ja. Gut, genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge Borderlands 1. Hau rein. Tschüss. Tschüss.